Zeuge eines historischen Moments geworden ist. Noch heute, Jahrzehnte danach, in scheinbar aussichtslosen Kämpfen, erschallt er laut von den Rängen. Wie damals, als der Durchhaltewille der Schlossherren aus Oberschöneweide ins Unermessliche steigt. Eine Legende nahm ihren Lauf, ein Mythos begann zu leben. Und er wird niemals, niemals vergessen, reisen und leben. Thank you.
Türen schließen bitte, Vorsicht bei Abfahrt des Zuges. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur Pressekonferenz im Anschluss an das Spiel 1. FC Union Berlin gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Das Spiel endet vor 19.228 Zuschauern im Stadion an der Alten Försterei 1:1 bei unserer Pressekonferenz. Die Trainer der beiden Mannschaften von unseren Gästen aus Fürth, Janosch Radoki und im 1. FC Union Berlin, Jens Keller. Ja, Herr Radoki, der Gästetrainer, darf beginnen. Umkämpftes Spiel, schwieriges Spiel, glaube ich. Ich versuche mal hier einen zu finden, der zufrieden sein könnte mit dem Spiel. Sie vielleicht, mit dem Ausgang? Ja, unterm Strich dann sehen, nehmen wir den Punkt natürlich sehr, sehr gerne mit. Es war vor allem in der ersten Halbzeit eine zerfahrene Partie. Beide Abwehrreihen haben dominiert. Wir haben aus dem Spiel heraus fast nichts zugelassen. Bei Standardsituationen war Union sehr gefährlich. Haben dann zum Ende der ersten Halbzeit zwei ordentliche Kontermöglichkeiten, die wir nicht gut zu Ende spielen. Ja, was dann in der zweiten Halbzeit war, ist, denke ich, das gleich von der ersten Minute an richtig losgegangen. Haben wir eine Monsterchance, die wir machen müssen zum 1-0. Also Missverständnis bei den Berlinern. Und das Tor ist leer. Und das wäre natürlich alle Ausrufezeichen gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit gewesen. Die Unioner hatten fast im Gegenzug dann auch eine ordentliche Möglichkeit. Und dann, wie es halt häufig so ist in solchen Spielen, ist es dann, dass man nach einer Standardsituation in Rückstand geraten. Aber das Gute, das muss ich meiner Mannschaft hoch anrechnen im Vergleich zur letzten Woche,
unglaublich dagegen gehalten. Immer wieder nochmal einen Fuß dazwischen, dagegen gearbeitet. Unbedingt, man hat auch gesehen, wir wollten diesen Punkt. Und nach diesem Punkt haben wir auch gesehen, wir hätten eigentlich auch mehr gewollt. Ja, aber wir waren am Filtern, wir waren am Ende unserer Kräfte. Und trotzdem Kompliment, weil wir waren heute mit dem letzten Aufgebot da. Ja, und das, was die Jungs heute da abgeleistet haben, das war dann, was Einsatzbereitschaft, Leidenschaft anbelangt, sehr gut. Fußballerisch müssen wir mit Sicherheit noch Schippe draufpacken. Dankeschön. Dankeschön, Janosch Raduki. Ja, zu der Seite brauche ich mich gar nicht umdrehen, wenn ich einen suche, der zufrieden sein könnte. Ganz sicher nicht, so wie ich dich jetzt kurz nach dem Spiel erlebt habe. 1:1, nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Es gab genug Chancen, das Spiel zu entscheiden. Allerdings auch Chancen für den Gegner. Wie lautet dein Fazit? Ja, nach dem Spiel bin ich enttäuschter als letzte Woche. Letzte Woche ging nichts bei uns, das gibt so Spiele. Aber ich glaube, dass wir heute ein gutes Spiel von der ersten Minute an. Wir haben, glaube ich, in der ersten Halbzeit das Spiel klar dominiert, haben, was mein Kollege gesagt hat, drei richtig gute Möglichkeiten, zwei freistehende Kopfbälle. Einmal, wo Robo den Ball quer zum Tor schießt, wo er da schon was machen könnte, und haben das Spiel eigentlich klar im Sack gehabt und machen auch das 1-0 und haben dann zahlreiche Chancen zum 2-0, wo man den Sack hätten zumachen können. Dann bekommt man natürlich ein ganz unglückliches Tor, ohne dass da jetzt Vorwürfe gibt, aber es ist jetzt 4 Punkte haben uns Schiedsrichter gekostet und das ist einfach ärgerlich und deshalb sind wir heute mit dem Punkt nicht zufrieden. Dankeschön. Jens Keller, gibt es Fragen an die beiden Trainer? Bitte nur ums Handzeichen. Reichen gerne das Mikrofon zu. Möchte jemand? Möchte niemand? Dann wollen wir es nicht in die Länge ziehen. Herzlichen Dank für die Teilnahme an der Pressekonferenz. Wir wünschen Ihnen allen eine schöne Winterpause. Und unseren Gästen eine gute Heimreise. Kommen Sie gut durch die Feiertage, erholen sich alle ein bisschen und dann sehen wir uns bald hier wieder. Vielen Dank.